Mein Name ist Jasmin Afscher, ich bin Kuratorin im Aargauer Kunsthaus und ich stelle Ihnen heute die Publikation zur Ausstellung Cinéma Mon Amour vor. In der Ausstellung ging es, der Titel sagt es, ums Kino in der Kunst, um die Wechselbeziehungen zwischen Film, Kino und Kunst. Es ging ums Kino als Ort, um das Drumherum des Kinos, vom Filmplakat bis zu den Stars, um Genre und Erzählweisen des Kinos. Das Buch fällt zunächst durchs Format sicherlich auf. Es ist eine Referenz an die Leinwand, quasi das Kinoformat en miniature, und eignet sich vor allem auch für die Darstellung von Ausschnitten aus Filmen, sogenannten Filmstills. Es gab natürlich sehr viele bewegte Bilder in der Ausstellung. Hier sehen wir eine Doppelseite mit zwei Standaufnahmen aus der Arbeit Movie Mountain von Theresa Hubbard und Alexander Birchler. Inhaltlich ist das Buch in 6 Kapitel aufgebaut, die sich eben mit diesen verschiedenen Aspekten dieser Wechselbeziehung auseinandersetzen. Zum Beispiel gibt es einen Text von Vinzenz Hediger, der sich den Kunstschaffenden als kreative Fans des Films annähert und untersucht, wie diese wiederum sich mit dem Phänomen des Stars, des Hollywood-Stars auseinandersetzen. Oder auch, sehr interessant, der Text von Erika Balsam, die sich mit dem Ende, dem The End, als paradigmatischen Kinomoment auseinandersetzt und genau in diesem Ende auch einen wichtigen Unterschied zwischen Film im Kino und Film im Ausstellungsraum ausmacht. Im Kino wissen wir ganz klar, wann der Film anfängt und wann er endet, während im Ausstellungsraum natürlich das viel fluider ist. Ein Buch hat ja wiederum ein Ende, wir nehmen das auf und quasi deshalb ist auf der letzten Buchseite dann dieses Werk, dieses Gemälde von Urs Lütti, The End, das sich in der Sammlung des Kunsthauses befindet.